wie klein dagegen die Feuerwache ist. Die haben gerade den besten Spotter Point. Da stehen noch ziemlich viele draußen. Grüße gehen an die Feuerwehr, an die Flughafenfeuerwehr. Europas größte Werkfeuerwehr. Bleibt extra nochmal stehen für die Feuerwehrleute. Nee, ein bestimmtes Ziel hat er nicht, so viel ich weiß. Ich weiß nur, dass er um 15 Uhr wieder zurückkommen soll. Ob er jetzt in Leipzig oder irgendeinen anderen Flughafen im Norden eventuell anfragen, ob sie vielleicht ein Touch and Go machen können, einen Tiefflug machen können, das weiß ich nicht. Das sind ja Informationen, das wissen nur die Piloten. Ich nehme an, er wird in Richtung Osten fliegen, da wo der Luftraum nicht so viel, wo noch nicht so viel Traffic ist, wie bei den letzten Testflügen auch. Laut Plan soll er um 15 Uhr wieder zurückkommen. Mal gespannt. Und er geht short raus. Ich hab's mir gedacht. Ah, jetzt sind auch noch die Enteiser noch in Action. Oh ja, jetzt hat er ein Ranking. Oh, bei mir wird sogar Platz 9 nur angezeigt. Ah, jetzt Platz 8 mit 860 Beobachter. Flugnummer ist LH9918. Ah, okay, wird noch die Tarom vorgelassen. Deswegen bleibt er unten stehen. Ich glaube, das ist eine 737-7, oder? Ja, das ist nämlich die kleine Boeing. Sieht ein bisschen komisch aus. Sieht man nicht all die Tage. So eine kleine Boeing. Die ist in den 20 Jahren etwas eingegangen in der Luft. So, ich nehme an, jetzt hat er die Freigabe bekommen, oder? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er doch, der Riese.
Platz Nummer 5 auf Flightradar mit 1048 Beobachter. Ja, ist genau der eine Enteise. Naja. Die Pinky-Konda soll rausgehen nach Plan, wenn alles gut läuft, um 11.40 Uhr nach Lanzarote. Lanzarote, genau. So heißt die Insel auf den Kanaren. Die Flugnummer ist Delta Echo 1408. Platz 4 sogar jetzt mit 1160 Beobachter. Vielleicht haben die Spotter in Leipzig, wenn er da mal ein Touch and Go macht, Glück ihn zu spotten. So, Takeoff. Erstaunlich, oder? Mit so wenig Meter hebt dieser riesige Koloss einfach ab. Das ist echt Wahnsinn. Das hätte doch niemals einer geglaubt vor 20, 30 Jahren, dass so ein Riese nur so wenige Meter braucht, um abzuheben. Och nö, komm. Zeigt er sich nochmal? Ah ja, da hinten hat man ein bisschen gesehen. Oh nice, da ist er wieder. Beobachter. 1630 Zuschauer. Fahrwerk ist nur eingefahren.